Entscheidung zu fällen. Sie hat sich mit der Frage auseinandergesetzt, werden, wenn dazu aufgerufen wird, zu den Gräbern von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht zu kommen, die Menschen noch kommen oder werden sich abwenden und sagen, mit Ihnen und mit der Partei, die dazu aufgerufen hat, wollen wir nichts mehr zu tun haben. Viele werden sich erinnern, manche kommen ja erst seit einigen Jahren. Wir waren alle überwältigt, damals 1990, 1991 und in den folgenden Jahren immer wieder kamen tausende Menschen, um an den Gräbern von Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht und den anderen Blumen niederzulegen, um ihr Gedenken zu ehren und vor allen Dingen zum Ausdruck zu bringen, es muss eine andere Gesellschaft geben, eine andere Welt und der Kapitalismus kann nicht das Ende der Geschichte sein. Die sich die Frage stellen, wie wollen wir leben und wie wollen wir in Zukunft leben. Und meine Vision ist, dass wir leben in einer Gemeinschaft der Freien und Gleichen, die in Würde und Solidarität miteinander leben. Das ist unser Ziel. Wir als Partei Die Linke nennen es demokratischer Sozialismus. Ist Ausgrenzung, ist Ungerechtigkeit, ist die Tatsache, dass man unabhängig von seiner sozialen Stellung, auch von den Gerichten in diesem Land, völlig unterschiedlich behandelt wird. Ich nenne nur ein Beispiel. Herr Zumwinkel, ihr könnt euch erinnern, hat über viele Jahre Millionen an Steuern hinterzogen. Er kam mit Bewährung davon. In vielen Gefängnissen sitzen Obdachlose, die schwarz gefahren sind, weil sie sich keine Fahrkarte leisten konnten. Ich finde, das ist doch eine absurde Gesellschaft. Das hat mit Gerechtigkeit und mit Gleichheit vor dem Gesetz nichts zu tun. Und ich finde es richtig und wichtig, dass man sich dagegen zur Wehr setzt. Nun hat ja mein Artikel, den ich für die Zeitung Junge Welt geschrieben habe, ein großes Echo ausgelöst. Größer sicher als die Junge Welt oder auch ich es erwartet haben. Die Junge Welt hat einen Kongress organisiert unter der Fragestellung Wege zum Kommunismus. Und ich habe die Aufgabe angenommen und mich der Frage gestellt, was sind die Wege zu einer besseren, zu einer menschlicheren Gesellschaft? Und ich habe mich in diesem Artikel auf Rosa Luxemburg berufen und vor allen Dingen auf die Ideen von Rosa Luxemburg, in denen sie entwickelt, dass ohne Freiheit, ohne die Freiheit des Einzelnen eine gerechte Gesellschaft nicht möglich ist. Und ich finde, in dieser Gesellschaft muss es erlaubt sein, sich auf Rosa Luxemburg und auf ihre Ideen von Freiheit zu berufen. Und die Mitglieder der Partei Die Linke und ihrer Vorgängerorganisation, einer ihrer Vorgängerparteien, PDS, haben sich seit vielen Jahren in schmerzhaften Diskussionen mit dem untergegangenen Gesellschaftssystem der DDR auseinandergesetzt. Wir haben nächtelang gestritten. Ganze Bibliotheken sind gefüllt mit Artikeln, Aufsätzen über unsere Auseinandersetzung mit der Geschichte. Und wir sind uns doch alle einig, es ist geradezu die Verpflichtung der Partei Die Linke zu verhindern, dass jemals wieder im Namen einer Ideologie Verbrechen geschehen und Menschen unterdrückt werden. Die Partei Die Linke steht für die Freiheit. Liebe Genossinnen und Genossen, sehr geehrte Gäste, ich freue mich, dass wir heute auf dieser Veranstaltung und auch heute Morgen schon bei der Ehrung für Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht sehr viele internationale Gäste begrüßen können. Klaus Ernst hat die Parteivorsitzenden begrüßt. Ich möchte vielleicht ganz besonders unseren griechischen Freund begrüßen, Kostas Papanastasio. Er wird nachher auftreten.